Ja, hier bin ich in Dresden-Kaditz, am westlichen Rand von Dresden. Hier befindet sich das Klärwerk von Dresden. Und heute ist Tag der offenen Tür bei der Stadtentwässerung von Dresden. Hier war ich vor einigen Jahren schon mal gewesen und habe eine Führung mitgemacht. Heute will ich hier auch ein paar Videoaufnahmen machen. Hermann Klette wurde Anfang des 20. Jahrhunderts zum Dresdner Stadtbaurat berufen. Sein Vorgänger Karl Mank erarbeitete das Schleusensystematisierungskonzept für Altstadt Dresden. Er versuchte Struktur in die vorher planlos angelegten Schleusen und Kanäle zu bringen. Karl Mank beschäftigte sich auch mit der Bauform der Abwasserkanäle und erkannte, dass sich die Eiform am besten eignet, da hier auch bei wenig anfallendem Abwasser die Strömungsgeschwindigkeit hochgehalten werden kann, um Verstopfungen zu vermeiden. Hermann Klette machte sich dann erstmal ein Bild über die in den zurückliegenden Jahrzehnten und Jahrhunderten errichteten Wasserableitungssysteme, die damals fast durchweg immer als Schleusen bezeichnet wurden, und kartografierte diese. Mit dem Bau der mechanischen Reinigungsanlage und Pumpstation auf der Flur Kaditz wurde 1909 begonnen. Die Planung lag in den Händen des vorgenannten Hermann Klette, als Leiter des städtischen Tiefbauamtes zuständig für die Technologie, und von Stadtbaurat Hans Erlwein als Leiter des städtischen Hochbauamtes zuständig für die Architektur. Aber genug mit Geschichte. Bei der Recherche zu diesem Video habe ich so viel interessante Scheiße gelesen, dass ich mit dem Gedanken spiele, ein zweites Video anzulegen, da ich hier sonst den Rahmen sprengen würde. Erste Abflussgräben und steinerne Rinnen wurden schon im 15. Jahrhundert in Dresden angelegt, um Regen- und Schmutzwasser oberirdisch abzuleiten. Später wurden sie auf kurfürstlichen Befehl abgedeckt. Aber auch schon vor 4600 Jahren, im heutigen Pakistan, wurden nahezu alle Häuser mit einer Toilette mit Anschluss über tönerne Rohre an das unterirdische Kanalsystem versehen. Auch die Griechen, Römer und Ägypter sammelten ihr Abwasser zunächst in offenen Rinnen und später wurde es über geschlossene Röhren abgeführt. Das bekannteste Beispiel hierfür ist die Cloaca Maxima in Rom. Jeder der 565.000 Dresdner verbraucht durchschnittlich 98 Liter Trinkwasser am Tag und verwandelt es in Abwasser. Über 1100 Industrie- und Gewerbebetriebe sind ebenfalls an das Dresdner Kanalnetz angeschlossen. An trockenen Tagen fließen 120 Millionen Liter Abwasser in die Kläranlage Dresden-Kaditz. Das sind etwa 10 Badewannen pro Sekunde. Es gibt zwei Abwasserhauptkanäle, rechts und links der Elbe, die das anfallende Abwasser von ganz Dresden und der Umgebung aufnehmen. Diese wurden mit der Gründung des Klärwerks in Kaditz um das Jahr 1900 herum angelegt. Und man bewies schon damals eine solche Weitsicht, dass die Kanäle auch heute noch ausreichen und genügend Kapazität haben.
Wir sind inzwischen hier am Feinreschen angekommen. Das hier ankommende Abwasser hat vorher einen Grobreschen passiert und die danach noch übrig gebliebenen Gegenstände bleiben in den Gitterstäben von 15 mm Abstand hängen und werden herausgefischt. Insgesamt werden jährlich 24 LKW-Ladungen Reschengut über die Kompostieranlage entsorgt. Danach fließt alles durch den Sandfang. Ich habe leider keine Bilder davon. Es handelt sich hierbei um große Becken, in denen die Fließgeschwindigkeit so weit heruntergesetzt wurde, dass sich Sand und Ähnliches absetzen kann. Dieses wird in Abständen mit Tauchpumpen abgesaugt und in der kläranlagen eigenen Sandaufbereitungsanlage wird dieser schmutzige Sand schließlich gewaschen und als Bauhilfsstoff verwendet. Hier wird gezeigt, wie die Kanalreinigung funktioniert und wie die Kameras in die Kanäle fahren. Bis zum Sandfang ist das Wasser immer abwärts geflossen. Weil aber die nächste Station ziemlich genau 14 Meter über dem Sandfang liegt, braucht man ordentliche, kräftige Pumpen. Insgesamt 6 davon wurden im Pumpwerk, um das Wasser aus dem Sandfang nach oben zu transportieren. Im Pumpwerk befinden sich außerdem noch Regenwasserpumpen. Diese werden nur in Extremfällen benötigt, wenn bei Hochwasser die Kapazitäten der Kläranlage und des Regenüberlaufbeckens nicht ausreichen. 1987 kam es hier zur Havarie. Beim Hochwasser fiel der Strom aus und alle Pumpen standen still. Erst 1993 nach der Wende waren Gelder wieder da. Bis dahin floss sämtliches Abwasser von Dresden direkt in die Elbe. Kommen wir jetzt zu den Vorklärbecken. Noch immer sind feinste Partikel, Schlammflocken, aber auch Öle und Fette im Abwasser enthalten. Um auch diese zu entfernen, wird das Abwasser auf rechteckige Becken aufgeteilt. Weil das Wasser hier fest steht, können feinste Schmutzstoffe nach unten sinken und setzen sich am Boden ab. Fette und Öle schwimmen dagegen oben auf der Wasseroberfläche. Der Schlamm am Boden, Primärschlamm, und den an der Wasseroberfläche, Schwimmschlamm, gilt es jetzt aus dem Wasser zu entfernen. Dafür fahren 2 Räumschilde wie langsame Schneeschieber über den Boden bzw. an der Wasseroberfläche. Sie schieben den Schlamm am Ende des Beckens in einen Trichter, wo er nach unten in ein Rohr fällt. Der Schwimmschlamm von der Wasseroberfläche wird in eine Rinne geschoben. Dieser Schlamm wird zur Energiegewinnung in den beiden Fauleiern genutzt. Schwimmschlamm wird abgezogen, Primärschlamm wird abgezogen. Und am Ende von unserem Ablauf sieht das Wasser schon relativ klar aus.
Es ist es aber noch nicht deswegen sauber und gesund. Deswegen ist da noch ganz viel Keime drin, Nitrate drin, Phosphor drin. Alle Sachen, die fürs Gewässer nicht gut sind. Die kriegen wir in der Biologie dann in der nächsten Stufe. Danach durchläuft das Klärgut die Dosierstation. Hier wird Kalk zugeführt, um den nachfolgenden Mikroorganismen optimale Lebensbedingungen zu schaffen. Um Phosphate zu binden, werden Metallsalze hinzugefügt und zur Beseitigung von Stickstoff brauchen die Bakterien ausreichend Kohlenstoffverbindungen. Wenn davon nicht ausreichend im frischen Abwasser vorhanden ist, werden Kohlenstoffverbindungen in Form von Ethanol dem Abwasser zugegeben. Jetzt läuft es in die Belebungsstation. Über tausende Belüftungsteller wird hier Sauerstoff in Klammer Luft eingeblasen, damit die Bakterien genügend Sauerstoff haben und sich auch nicht am Boden absetzen können. Zusätzlich wird das Wasser über 42 Röhrwerke immer in Bewegung gehalten. Bevor das gereinigte Wasser wieder in die Elbe kann, muss es natürlich erstmal von dem Belebtschlamm getrennt werden. Dafür gibt es insgesamt 6 riesige, runde Nachklärbecken. Das Wasser kommt über Rohre in den Zulauf des Beckens an und fließt von der Mitte langsam nach außen. Auf dem Weg dahin sinken die Belebtschlammflocken zu Boden. Ein kreisender Räumer schiebt den abgesetzten Schlamm in die Mitte in einen Trichter. Von dort geht der meiste Schlamm als Rücklaufschlamm wieder zurück in die Belebungsbecken, wo die Mikroorganismen, die zahlreich im Schlamm zappeln, weiter ihre Arbeit verrichten können. Ein kleiner Teil wandert als Überschussschlamm in die Schlammbehandlung. Das so vom Belebungsschlamm gereinigte Wasser fließt nun über Ablaufrohre und ein Gerinne in Richtung Messhaus. Jetzt muss das gereinigte und geklärte Wasser nur noch zurück in die Elbe. Dafür gibt es einen 275 Meter langen Kanal, der das Wasser bis zur Flusssohle der Elbe führt. Weil das Wasser dabei bergab fließt, kann man die Wasserkraft zur Energiegewinnung nutzen. Das Wasser strömt dabei durch eine Turbine. Ein angeschlossener Generator erzeugt Strom, der im Klärwerk genutzt wird. Auch wenn es nur ein Bruchteil des eigenen Energiebedarfs ist, dieser Strom ist besonders umweltfreundlich. Hier wurde man überall darauf hingewiesen, dass man keinen Müll ins Klo werfen soll. Offenbar gibt es doch noch sehr viele Zeitgenossen, die Wattestäbchen, Kondome, Tampons und vieles mehr einfach im Klo runterspülen. Besonders auch Küchentücher. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich das früher auch gemacht habe. Die sind besonders reißfest und können die Pumpen zerstören. Also lasst das bitte bleiben.
Ich glaube, gab es da einen kleinen Quiz, den du mitgekriegt hast, wenn du reingegangen bist? Haben sie dir einen Stift und einen Quizzettel in der Hand gedrückt? Vielleicht kann man hier gewinnen. Und hast hier ein Mikrofaserhandtuch gekriegt. Eigentlich gut, das findet seinen Platz hier im Auto. Einfach bloß blau in den ihren Farben, noch nicht mal Firmenaufdruck drauf. Der zwischenzeitlich im Maschinenhaus getrocknete Klärschlamm wird in den Faulturm zu Gas vergoren. Das hier gewonnene Gas wird in diesen drei Blockkraftwerken in Elektroenergie umgewandelt. Schon jetzt erzeugen wir an der Kläranlage Kaditz jährlich rund 18 Millionen Kilowattstunden Strom selbst, erklärte Ralf Roteicher, Geschäftsführer der Stadtentwässerung Dresden. Das ist so viel wie der Verbrauch von rund 9000 Dresdner Zwei-Personen-Haushalten, die durchschnittlich etwa 2000 Kilowattstunden jährlich benötigen. Mit dem in Kaditz selbst erzeugten Strom werden rund 85% des Bedarfs der Kläranlage gedeckt. Heute hat das Dresdner Kanalnetz eine Länge von 1800 Kilometern. Links und rechts der Elbe befindet sich jeweils ein großer Abfangkanal, zu dem das gesamte Abwasser fließt. Diese zwei großen Kanäle münden schließlich in der Kläranlage Kaditz. Jeder der 565.000 Dresdner verbraucht durchschnittlich 98 Liter Trinkwasser am Tag und verwandelt es in Abwasser. Über 1100 Industrie- und Gewerbebetriebe sind ebenfalls an das Dresdner Kanalnetz angeschlossen. An trockenen Tagen fließen 120 Millionen Liter Abwasser in die Kläranlage Dresden-Kaditz. Das sind etwa 10 Badewannen pro Sekunde. Insgesamt sind 670.000 Menschen mit der Kläranlage Dresden-Kaditz verbunden, davon 565.000 Dresdner. Habt ihr auch noch was gelesen? Ne? Ja, seit vielen Jahren ist hier die Wildvogel-Auffangstation beherbergt. Das entstand ungefähr so um 2005 herum, also schon eine ganze Weile her. Weil da war ein Vogelschützer, der hatte so diese Vögel in seinem Reihenhausgarten letztendlich wieder aufgepäppelt, um sie dann wieder fliegen lassen zu können. Und da teilweise eben auch Greifvögel dabei waren, die auch sehr laut waren. Ja, da hat er halt Stress mit seinem Nachbar bekommen und dann hat er uns gefragt, hat er nicht irgendwie noch ein Stück Grundstück für uns, dass wir hier diese Wildvögel letztendlich pflegen können, um sie dann wieder der Natur zuzuführen. Und ja, also da haben wir nicht lange drüber nachdenken müssen. Wir haben das dann tatsächlich erlaubt. Wir unterstützen dann diese Wildvogelstation auch maßgeblich mit allen möglichen Dingen. Und ja, nee, super, sehr froh, dass es das hier gibt. Und davor ziehe ich auch wirklich den Hut, was die Damen und Herren da leisten, weil das meiste davon ist ehrenamtlich. Und das ist
rund um die Uhr, auch am Wochenende. Und das ist wirklich beachtlich, welche Anzahl an Vögeln hier jedes Jahr dann doch wieder gesunden können. Vielen, vielen Dank. Ja, und wir hatten Grüße an die Auffangstation, an die Vögel-Auffangstation. Kein Netz, kein doppelter Boden, kein Applaus. Okay, alles klar. Super Pulver, was? Kein Wunder, denn dieses Pulver, das nennt sich Superabsorber. Und das hat aus dieser Cola so was Ähnliches gemacht wie, ich sag mal, Cola-Pudding. Ne, ganz komisch. Extrem lange Molekülketten, oh, Entschuldigung. Und diese Molekülketten schlingen sich um das Wasser, und zwar so lange, bis sich das Wasser nicht mehr von der Stelle rühren kann. Hier nach Dresden kommt zum Beispiel. Und es gibt aber immer weniger Menschen, die Lust dazu haben, Strommasten in der Nähe ihrer Häuser zu haben. Also dachte ich, Mensch, es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben, Strom von A nach B zu transportieren. Und wie gesagt, ein Tag der offenen Tür, was gibt es da jede Menge? Kinder, ja. Genau, warum schicken wir der Beruf der Zukunft? Möglicherweise. Man ist an der frischen Luft. Ja, ich schicke den Strom einfach durch Kinder. Und deswegen brauche ich jetzt 4, 5, 6 Freiwillige. Ja, Freiwillige. Das heißt, ich brauche jetzt, ich sag mal, 4 leichtsinnige Freiwillige. Hallo. Ja, hallo. Wir binden euch jetzt mal. Hier hinstellen, bitte. In einer Linie. Umdrehen, 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 umdrehen. Wir schicken doch keinen Strom durch diese jungen, hoffnungsvollen Menschen. Doch, genau das machen wir jetzt. Wir werden einen Stromkreis bilden, ja. Und ihr seid sozusagen die eine Seite des Stromkreises. Du lässt es noch? Ja, und die andere Seite des Stromkreises habe ich hier. Das ist dieses gelbe Kabel, das ich jetzt mal meinem Dings da weitergebe. Achtung, Moment. So, und das... Wir nennen dieses gelbe Kabel auch ganz gerne mal die Linie des Todes. Hallo. Was? Das wollte man nicht mehr sagen. Das ist ein Kabel und das ist gelb. Genau. Das ist auch keine Spannungsquelle, das ist ein MP3-Player. Das ist unsere Spannungsquelle. Ach, genau. Das ist auch eine Spannungsquelle, ja. Deswegen, okay. Genau. Das heißt, das fehlt jetzt noch eine einzige Leitung hier in unserem Stromkreis und das seid jetzt gleich ihr. Ja. Ne? Kurz, ja, kurze Frage vorweg, habt ihr aktuelle Fotos von euch? Für die Rekonstruktion. Keine bösen Wächter. Okay, lassen. Eure beiden Hände auf keinen Fall. Nicht, noch nicht zusammen. Wenn ihr das zu früh macht, wird er kurz hell und dann ganz dunkel. Ne? Das wollen wir nicht. Das machen wir ganz zum Schluss. Ne? So. So, eure beiden Hände Anton, mal zusammen. Anton. Kennt ihr euch? Das ist. Ach, ihr seid Geschwister. Oh je, haben wir extra gesagt, nicht eine ganze Familie. Ja, das ist. Wir machen es trotzdem. So, wie ist dein Name? In diesem Stromkreis zwischen euch beiden. Ihr seid jetzt quasi ein Stromschalter. Ne? Merkt ihr schon was? Okay, hebt mal die Hände so ein bisschen nach oben, damit das hinten alle sehen können. Und jetzt fasst euch mal so richtig an die Hand. Unfassbar! Hier fließt Strom durch Menschen. Ne? Nehmt mal auseinander. Klatscht euch mal so ein paar Mal ab. Nee, du musst da hinten schon. Du, Kollege, musst dranbleiben. Du musst hier dranbleiben. So. So. Einmal abklatschen. Und da kann man sehen, bei jeder Berührung fließt die Strom. Ne? Und mal richtig festhalten. Hier mal auseinander. Funktioniert wieder. Für mich war es sehr interessant zu sehen, wie die ganzen Abwässer aus ganz Dresden und Umland hier ankommen und gereinigt werden, um zum Schluss in die Elbe zu gelangen. Zum Tag der offenen Tür gab es auch reichlich Getränke und Speisen und für die Unterhaltung sorgten die Firebirds, eine Wissenschaftsshow mit den Physikanten, Radio Nowhere, Dresden und die Luxor Dance Company. Weiter gab es noch verschiedene Bastel- und Spielstationen für die Kids und der Film Der Weg des Dresdner Abwassers wurde gezeigt. Diesen habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich findet ihr da auch noch ein paar andere interessante Links zum Thema. So, dann drückt bitte auf Gefällt mir und abonniert meinen Kanal. Oder lasst es einfach bleiben.